Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Weißt du, was Retro ist? Gib dir mal was, was Retro ist. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Weil ich dick bin und weil ich der Kaschmar bin zu euch. Heute Abend stelle ich meiner Freundin eine Frage und sie will beweisen, dass sie existiert, dass sie keine Lügnerin ist, dass sie keine Haterin ist und deswegen wird sie live streamen. Und ich habe ihr gesagt, wenn sie das wirklich machen will, dann stelle ich ihr eine Frage. Und sie hat mehr oder weniger die Frage schon beantwortet. Aber was genau das ist, müsst ihr noch bis heute Abend warten. Freust dich schon? Ich bin zwiespältig gedingst momentan. Auf der einen Seite freue ich mich unglaublich, weil ich die Antwort schon habe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon Bedenken, weil ich Angst habe, dass sie vielleicht doch mich verarscht. Aber eigentlich glaube ich ihr. Drache, was passiert jetzt heute? Ich stelle meiner Freundin eine elementare Frage. Außerdem möchte meine Freundin beweisen, dass sie existiert und dass sie keine Haterin ist. Wartet mal kurz, mein Kumpel kommt gerade. Ah, bist du aufgeregt wegen heute Abend? Oh ja, definitiv. Ich schreibe gerade schon mit ihr, sie ist auch aufgeregt. Sie wird sich auch vermummen im Livestream, das habe ich von ihr verlangt, weil ich möchte nicht, dass sie erkannt wird. Sie wird früher oder später noch früh genug erkannt. Sagt heute Abend jedem Bescheid, ich will, dass es so viele wie möglich mitbekommen, egal ob sie mich jetzt verarscht oder nicht. Ich will, dass es so viele mitbekommen wie möglich. Wir haben noch nicht gecampt, aber ich habe Bilder und ich habe Videos von ihr, die nicht irgendwo im Internet auftauchen. Bist du echt bi? Ja, ich bin bisexuell. Leute. Hattest du schon mal was mit einem Mann? Ich bin bisexuell. Was denkst du? Ja? Ich bin echt mal gespannt, wie viele wir heute Abend zusammenbekommen. Ich will echt, dass das alle mitbekommen, egal ob sie mich jetzt hatet oder nicht. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl eigentlich. Also wenn sie wirklich mich hatet und dann wirklich sich rausstellt, dass sie eine Haterin ist, dann hat sie mich gut verarscht. Spiel, dann spiel! Du wirst es weitergehen! Stehen. Ich spiele die Lieder übrigens nicht deswegen, weil ich Ezella singen will, sondern ich spiele die Lieder, weil die unglaubliche Macht in sich tragen. Könnt ihr ruhig lachen, aber das ist unglaublich, was diese Musik für eine Motivation in einem aufzieht, Alter. So muss es weitergehen, Spiel ein Spiel, so muss es weitergehen, so muss es weitergehen. Sie schreibt komische Sachen auf die Pinnwand, Drachenlord. Was? Sie ist überhaupt nicht online, Leute. Es ist doch völlig irrelevant, was sie schreibt, Leute. Außerdem hat sie überhaupt nichts geschrieben, was wollt ihr eigentlich? Auf welche Pinnwand? Hab gehört, du würdest dir einen Antrag machen. Wie kommt ihr alle drauf, dass ich hier einen Antrag mache? Wartet einfach mal auf heute Abend, dann wisst ihr, ob ich hier wirklich einen Antrag mache oder nicht. Sie ist keine Haterin, aber ich denke, mein Gefühl drückt mich nicht. Wenn mich mein Gefühl trotzdem drückt und sie wirklich eine Haterin ist, dann könnt ihr mir gerne sagen, ich hab's dir ja gesagt. Ich bin voll schlauer als du, weißt schon, ey, hab ich besser mehr. Hab ich mehr Grips im Kopf als du? Wie auch immer, wenn ihr recht habt, dann könnt ihr mir gerne sagen, ja, Alter, wir haben voll recht gehabt und du bist voll die Pflaume. Und what the fuck, sind diese 865 Zuschauer wirklich echt? Hä? Aber keiner gibt Likes, Alter, warum gibt ihr keine Likes? So werde ich doch nie bekannt. Ja gut, danke für die Likes. Also, haut rein und tschüss. Ansonsten werden wir uns spätestens am Montag wiedersehen.